Einige Autohäuser, die ziehen einfach so an dir vorbei. Und du stellst die Frage, was kannst du da jetzt in dem Zusammenhang machen? Aber du gibst noch nicht mal richtige Antworten, wenn man dir konkrete Fragen stellt. Und wunderst dich dann, wie kann das sein? Jemand, der wirklich diese Absicht hat, um herauszufinden, wie kann er da einen Fortschritt herbeiführen? Der sagt sich ganz klar, ich muss Fragen beantworten und ich habe da keine Blockade und mein Ego spielt mir da nicht mit rein, sondern ich sage mal ganz klar, nicht da jetzt, einen Unterschied herbeiführen kann, der ins Positive das Ganze ausrichtet. Dann sag dir doch einfach nur mal, warum machst du das nicht direkt? Oder wieso konzentrierst du dich darauf, alles in Eigenregie umzusetzen? Das bringt dich nicht weiter, weil die Antworten, die Lösungsansätze und die Verwirklichung, die du jetzt bislang herbeigeführt hast, die hast du aus freien Stücken hinbekommen. Aber wenn du Probleme hast, um passende Mitarbeiter zu gewinnen, um deine Fahrzeuge, die auf dem Hof stehen, abzuverkaufen zu einem sehr guten Preis, beziehungsweise dass du Fahrzeuge bekommst, die im Einkauf wirklich da sind, wo du auch noch einen gewissen Ansatz vom Verdienst her ansetzen kannst, dann musst du dir einfach mal die Frage stellen, wenn du das nicht beantworten kannst, weil du für dich mehr oder weniger am Ende angekommen bist, von deinen Möglichkeiten, von deinen Spielräumen, dann sagt das mehr über dich aus, weil du ganz klar sagst, ich kann das alles, aber wenn du es könntest, dann wäre das Problem nicht bei dir. Und du musst dir immer wieder gefallen lassen, dass andere Menschen dich anrufen, dir eine E-Mail schreiben, eine WhatsApp schicken oder irgendwie etwas ähnliches und du reagierst da nicht drauf, weil du dir ganz klar sagst, das bringt dich nicht weiter. Und da ist dieser sogenannte Zugzwang, du musst darauf reagieren, weil es ist so zu verstehen, wenn du jetzt eine Krankheit hast und die so, dass du da nicht alleine rauskommst, weil dich mehr oder weniger zerfrisst. Gehst du dann auch nicht zum Arzt und sagst du dir ganz klar, ich kriege das irgendwie alleine hin? Wenn du das alles alleine könntest, dann würde es gar keine anderen Menschen geben, dann bräuchtest du gar keine Mitarbeiter, dann bräuchtest du von anderen Personen gar keine Unterstützung. Aber es ist in Deutschland und es ist auf der Welt so, dass man sich passenden Rat suchen kann von Personen, die das jeden Tag unter Beweis stellen. Und da musst du zum Zuge kommen, da musst du ansetzen, um für dich zu definieren, was möchtest du. Und jemand, der dir wirklich in dem Zusammenhang Unterstützung anbieten kann und das tagtäglich auch so ausführt, der weiß ganz genau, wo es drauf ankommt. Und der wird dir ganz im Kleinen aufbereitet zeigen können, wo die nächsten Schritte sind, die jetzt gegangen werden müssen. Und da kannst du für dich herausfinden letztendlich, möchtest du das? Weil wenn du nicht diese Intention hast, diesen Reiz, das herbeizuführen, dann ist wirklich nichts als Lösung zu verwenden, weil du bekommst sie nicht mehr und die wird dir auch nicht zur Verfügung stehen, weil du sie ablehnst von dir aus, von deiner Situation. Die Gegebenheiten sind also nicht so, die Bedingungen, dass sie realisierbar sein werden. Und stell dir doch einfach mal die Frage, wie wäre es, wenn das alles, was du jetzt noch auf deinem Zettel stehen hast, an Aufgaben, die einfach weg sind, weggewischt, beziehungsweise wo du ganz genau weißt, die werden erledigt und erfüllt und so, dass du wieder ruhig schlafen kannst, dass du für dich weißt, jetzt ist ein Zeitpunkt wieder erreicht, wo ich daran arbeiten kann, an neuen Perspektiven, an neuen Möglichkeiten und wo ich ganz genau das zur Schau stellen kann, was du wirklich wünschst und dir möchtest. Im Tieferen, wo du sagst, das ist etwas, da werde ich durch größer, daran wachse ich. Und das Schöne ist, das kannst du selbst bestimmen, ob du das jetzt möchtest oder erst nächste Woche oder nächstes Jahr. Weil es gibt genügend Autohäuser als Beispiel, die arbeiten schon mit uns zusammen, weil die die Wichtigkeit verstanden haben. Wieso, weshalb und warum macht man das? Und wie kann man das so runterbrechen, dass das Ergebnis so sein wird, wie es dir letztendlich im Bilderbuch beschrieben vorstellst? Und es ist so schön, wenn man beruhigt schlafen kann, um sich zu sagen, ich möchte da noch eine Schippe oben drauflegen. Und die wird dann so sein, dass du Ergebnisse jeden Tag planmäßig erhalten wirst in deinem Bereich von qualifizierten Mitarbeitern, Personen, die jetzt aus deiner Region kommen und ein Fahrzeug bei dir kaufen möchten. Oder ganz klar sagen, ich möchte mein Fahrzeug dir dahinstellen, gib mir einfach mal den passenden Preis und ich bin mal mit meinem Fahrzeug bei dir. Und das Schöne ist, du kannst immer wieder diese Aufmerksamkeit erzeugen und bewirken. Voraussetzung ist, du bist dazu in der Lage, anderen Menschen vom Anfang bis zum Ende zuzuhören. Wenn du es nicht machst, warum wunderst du dich dann darüber, dass du nicht Ergebnisse erhältst, beziehungsweise das, was du dir vorstellst, möglich machst? Das widerspricht sich alles dann, weil du nicht geduldig bist, beharrsam und für dich herausgefunden hast, worauf kommt es denn letztendlich an? Und das kann man immer wieder als Ergebnis herbeiführen. Voraussetzung ist da ganz klar, dass du dir sagst, ich möchte das und es ist mir wichtig und das ist von der Prioritätenliste her ganz oben angesiedelt. Ohne dem, wenn du das alles komplett wegwischst, dann wird das nicht zum Tragen kommen. Und du wunderst dich trotzdem. Wie kann das sein, dass das alles an dir vorbeizieht und vorbeigeht? Andere Menschen, die ganz klar für sich sagen, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass da ein Unterschied passiert. Wieso arbeiten die mit Personen zusammen, die ihnen da richtungsweisend genau den Weg aufzeigen können, der gegangen werden muss? Wieso machen die das? Weil die bescheuert sind? Weil die nichts zwischen den Ohren haben? Oder wie würdest du das jetzt augenblicklich definieren? Nein, die haben es wirklich verstanden, dass dieser Weg gegangen werden muss. Dass man sich konzentriert auf das, was man schon kann, und dass man anderen Leuten das überlässt, das, was sie können. Und wenn du von dir immer noch so überzeugt bist, warum guckst du dir überhaupt mein Video an und warum sagst du dir, ich möchte da eine Veränderung herbeiführen? Das widerspricht sich so
ungemein, dass du dir wirklich gefallen lassen musst, dass andere Menschen wirklich dir einen Weg zeigen können, der besser ist als den bisherigen, den du jetzt noch gehst. Weil das Schöne ist tatsächlich, es gibt so viele Möglichkeiten da draußen an Lösungsansätzen, an Verbesserungen oder was auch immer du da jetzt einsetzt. Und die arbeiten jeden Tag daran, damit du ein besseres Leben hast. Mit uns hast du zum Beispiel viele Gewohnheiten nicht mehr, weil du herausfinden wirst, wie kostbar die Zeit ist und Personal, was dir jetzt augenblicklich noch zur Verfügung steht, wie das sein könnte, wenn die genauso arbeiten, weil du ganz genau weißt, wie die arbeiten müssen, damit du letztendlich auch da von der Ergebnisseite her das erhältst, was du dir darunter vorstellst. Und das kann man wirklich jeden Tag erfahren. Voraussetzung ist da auch wieder, möchtest du das wirklich und arbeitest du daran, dass das für dich zur Verfügung steht. Solange du noch nicht darüber im Klaren bist, dann hast du noch nicht diese Bestimmtheit und die Voraussetzung dafür, dass du ganz klar sagst, dir wird das morgen schon zur Verfügung stehen. Weil Personen, die sich dagegen abwehren und ablehnend in die Haltung gehen, die kommen nicht so weit. Weil die ganz klar sagen, mir ist es viel wichtiger, dass da nichts passiert, dass alles so bleibt, wie es jetzt schon ist, aber du bist in Wirklichkeit gar nicht mehr zufrieden. Und du sagst dir aber trotzdem, kommt Zeit, kommt Rat, lass uns mal noch einen Kaffee trinken, lass uns mal einen Tee drüber gießen und irgendwann wirst du herausfinden, die ganzen Mitbewunderer aus deiner Region, die ganzen Kandidaten, die es so gibt, die sind komplett an dir vorbeigezogen. Du musst im Grunde genommen noch deinen Schlüssel nehmen vom Auto aus, musst die Tür abschließen und morgen wird sie nicht mehr aufgemacht, weil dich ein Mitbewunderer übernommen hat, der schlauer war, der eventuell mit uns zusammenarbeitet und dir ganz klar vor Augen geführt hat, du hast die Zeit verschlafen und jetzt brauchst du nichts mehr machen. Und wenn du das alles vermeiden möchtest, wenn dir das richtig jetzt wichtig ist, da einen Unterschied herbeizuführen, dann schick mir einfach mal eine Nachricht. Dann geh jetzt auf meine Seite, peterzenter.de, und dann gucken wir zusammen, wo du jetzt gerade augenblicklich stehst und was du machen musst, damit das für dich zur Vergangenheit angehört. Und dann machen wir Schritt für Schritt, Stück für Stück das so, dass du ganz genau einen Fahrplan bekommst, den du noch einhalten musst und irgendwann wirst du herausfinden, dass das Ergebnis ist, die Lösung, du benötigt hast und wirst alles viel gelassener nehmen und wirst auch nicht mit Ausflüchten argumentieren, wieso, weshalb, warum das nicht bei dir zum Tragen kommt, sondern du wirst es einfacher haben, weil du die Lösung auf der Hand hast. Die wird dir parat sein, zur Verfügung stehen und du freust dich einfach nur noch, weil du viel gelassener bist, ausgeglichener und kannst den neuen Herausforderungen ins Auge schauen. Und wenn du das jetzt möchtest, dann mach das. Geh auf meine Seite peterzenter.de. Wir gucken, wie du da Schritt für Schritt weiter an deine Ideen rankommst, an das, was du noch verwirklichen möchtest und dann wird das Ganze für dich spruchreif, so, dass du darauf Zugriff bekommst. Und das Schöne ist tatsächlich, das machen wir viel Zahl pro Tag so, dass das überall, wo du nur noch dran denken kannst, zur Verfügung steht, weil wir haben das verstanden, wir haben da ein System hinter und wir machen das so, dass du das auch für dich reproduzieren kannst. Wenn du das auch möchtest, machst das jetzt einfach mal, führ das durch und zeig meinen YouTube-Kanal den Leuten, wo du ganz genau weißt, die sollen das ebenso wahrnehmen, die sollen das verstehen, im besten Fall in ihr Leben integrieren, um da einen Unterschied möglich zu machen. Um da wirklich auch hinzukommen, was für Möglichkeiten da draußen sind, die in naher Ferne nicht sein müssen, sondern morgen schon abrufbereit. Und das Schöne ist tatsächlich, du hast die Chance, du hast die Wahl, machst du es jetzt, machst du es morgen oder machst du es nächste Woche oder nächstes Jahr. Wofür entscheidest du dich? Diese Frage kannst du dir jetzt mal beantworten. Teil meinen YouTube-Kanal, wenn du weitere Fragen dazu hast, geh in die Kommentarspalte, abonniere meinen Kanal und du wirst weitere Informationen bekommen, wo du so noch nicht drüber nachgedacht hast, weil du genau davon ausgegangen bist, du weißt schon alles, du kannst schon alles, aber dem ist nicht so, weil man kann sich jeden Tag wieder ins richtige Licht rücken, zurechtweisen, um herauszufinden, was da jetzt noch passieren muss. In diesem Sinne, mach das Beste daraus. Wir sehen uns schon wieder im nächsten Video und ich freue mich daraus, wenn du das beherzigst, was ich dir hier mitgeteilt habe. Und wir sehen uns schon im nächsten Video. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Mach das Beste daraus. Bis dann.